Nächster Dungeon. Wir freuen uns. Gucken wir uns den gleich mal an. Sieht ziemlich wild aus. So ein bisschen wie Ankaet. Aus WoTK. Und wir werden einfach mal sehen. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier alles, was hier alles funktionieren soll, wie alles funktionieren soll. Ich bin da komplett überfragt. Ich war hier in dieser Instanz noch gar nicht drin. Und deswegen bin ich mal, ich glaube, da sollte man lieber rausgehen. Aus irgendeinem Grund liegt das Teil hier. Ich möchte gerne. Ach so. Ja. Okay. Kann man aber auch nicht anklicken irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas braucht man von irgendwas 25 Mal. So schnell kann ich das halt jetzt aber auch nicht verfolgen. Schon die zweite Instanz, wo ich einen Feuermage dabei habe. Also die scheinen auch wieder big im Business zu sein irgendwie. Freut mich auf jeden Fall. Feuermages sind immer geil. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Aber das ist. Oh. Werden die gepult? Wir sollten vielleicht. Oh shit, boy. Oh, not good, not good. Wir wollen alles kicken, was das Vieh macht. Alles kicken, was das Vieh macht. Nummer 1 ist schon mal fertig. Aber ich habe gesehen, dass da und da sind noch welche. Wir gehen jetzt einfach mal hierher. Hierhin, bitte. Raus, raus, raus. Oh, Jungs, wir sind angeschissen. Da war so vieles Guten. Jetzt komm du auch noch hier hin. Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke. Der Heiler, der wird mich wahrscheinlich verfluchen gerade. Alter, jetzt wirken die alle da Dinge oder was? Ah, okay. Das war wild. Die Spinne ist einfach nackt. Geil. Perfekt. Und das ist nur komisch übersetzt. So, jetzt gehen wir noch da hoch. Ah, Scheiße. Hier habe ich nicht kommen sein.
Bin mal gespannt, weil jetzt müsste ja gleich zumindest der erste Boss auf jeden Fall schon mal kommen. Sehr gut, Maria, weil das durchgehen. Aber da ist schon wieder einer tot, also müssen wir warten. Keine Geduld. Naja, gut. Wenn diese von da oben kommen, müssen wir auf jeden Fall ausweichen. Ansonsten kann ich jetzt nicht viel sagen, was der Boss kann. Irgendwelche Ads, die beschwört werden. Die dann auf irgendeinen anvisierten Spieler zulaufen. Aber den Rest könnte ich jetzt nicht sagen. Da hinten ist schon wieder Action. Ich habe auch keine Ahnung, was die da alle feiern. Okay, ja, einer hat schon die Instanzgruppe wieder verlassen. Warum auch immer. Was schreiben die im Chat von Lex? Kann ich jetzt irgendwie so nicht sagen, I don't know. Ja, weiter im Text. So, ja, Instanzkarte ist nicht. Keine Ahnung. Egal, wir werden trotzdem weitermachen jetzt, auch wenn einer weg ist. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Okay. Den sollte man dann, wenn es geht, irgendwie wegdrehen. Es sei denn, er macht das irgendwie random in irgendeine Richtung. Ansonsten. Okay, der macht das halt tatsächlich random. Okay. Dann ist halt also, kann man nicht ändern. Warum wir den nicht wegdrehen, sondern einfach nur tanken. Aber jetzt haben wir einen übrig gelassen, immer mitnehmen können. Wenn ich jetzt wüsste, wo es hergeht, ich laufe einfach mal hierher, weil ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich gehe einfach hierher. Was soll der Geiz?
Irgendwie reagieren Sachen auf dem Beta-Server irgendwie anders oder kommt mir oder bin ich da alleine in der Meinung? So das Gefühl, dass das nicht so das flüssige Game ist, wie man das auf den Live-Servern halt gewohnt ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das genauso seht oder ob ihr sagt, ach, Aztekas, du Junge, du hast einen Knall. Einen davon sollten wir schon irgendwie mal einen Platt machen, ne? Nicht, also, ich will ja nicht pushen. Da kann man dann vorbeilaufen. Oder man pullt die wieder so wie der Magier. Nenn ich nur so ein Vieh. Ja, wer pullt denn hier überall, Jungs? Was macht ihr denn da? Das ist so unnötig gewesen. Einfach komplett unnötig gerade. Aber gut. Ist ja nochmal gut gegangen. Und zwar nicht der Meinung, dass man das hätte jetzt pullen müssen, aber gut. Hätte das auch umgehen können. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen. Und naja. Kommen die Viecher einfach irgendwie random oder so? Weil gerade habe ich nur einen laufen sehen und dann zack ist er auf einmal schon so gefühlt neben mir gespawnt. Viecher aber auch gut auf die Fresse. Das Tank. Sind wir hier einmal rumgelaufen und das hat uns jetzt hier wenig gebracht oder was? Ich habe halt keine Ahnung, wo wir hin müssen.
gut, jetzt heißt es suchen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Tatsächlich. Aber da werden wir jetzt gleich herausfinden. Da unten ist noch irgendwas. Na, jetzt bleib ich an so einer Scheißecke hängen. Da unten ist doch was. Inkompetente Drohnen! Ich werde euch persönlich vernichten! Okay, also wir müssen kurz warten, unser Heiler ist noch nicht da. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube, der. Ah, da. Perfekt, er kommt. Sehr schön. Gut, 3, 2, 1, let's go. Irgendwas hat das mit den Insektenschwarm um sich kreisend. Da, okay, da haben wir auf jeden Fall dann nur ausweichen. Er greift sich wieder ein und geht, fängt an hier durch die unterirdisch hier durch den Raum zu wandern. Jetzt geht er in die Mitte. Okay, mit diesen Augen, mit den Schwarmen muss man ein bisschen aufpassen. Was macht er denn da jetzt? Müssen die in den Kreis rein? Okay, wenn der diesen Kreis macht, muss man sich auf jeden Fall da reinstellen. Und ich nicht weiterhin von diesen anderen Sachen da treffen lassen. Der Kreis, wie ihr seht, der wandert auch. Ansonsten ist halt der Boss nicht schwer. Viel ausweichen, viel Movement. Aber ansonsten sind wir Gucci. So, eine Instanzkarte haben wir ja noch nicht. Sehr gut. Wenn wir jetzt hier weitergehen. Ah, und da unten ist schon der Endboss. Okay. Giftsalve, schön kicken. Wer weiß, was die macht. Alles, was. Wenn es eins gibt, was ich in der Brust gelernt habe, dann alles kicken, was es zu kicken gibt. Ich bin jetzt keine Profi-M-Plus-Gamer oder sonst irgendwas, aber den ein oder anderen Key habe ich schon gespielt. Bleib mal gespannt, was der Endboss alles so kann. Von der Instanz. Da bin ich echt mal gespannt. Was ist das denn? Was sind das denn für Blubs? Was können die denn? Unangenehm. Okay, die sind ja richtig hässlich. Ach so, wenn man da drin stehen bleibt, dann wird man zu einem Kokon. Okay. Okay, we good. We good, we good. So, Endboss. Mal sehen, was er kann. 3, 2, 1, let's go. Wir gehen rein. Zack.
Bloodlust haben wir natürlich nicht. Okay. Auf dem Boden irgendwelche Wirbel, die wir ausweichen müssen. Da kommen Ads. Okay, die muss man killen. Daraus entstehen dann halt die auch diese Blubs dann noch. Wenn man die killt, hinterlassen die auf jeden Fall diese Fläche auf dem Boden. Das, was die tragen wahrscheinlich. Oh, okay, da muss man dann gegenlaufen. Warte mal. Okay, das war jetzt nur reiner Zufall. Die sind dafür da, falls... Ich kann mich nicht bewegen. Ja. Falls die da dieses Rangziehen macht, dieses Ranggrippen, kann man sich in diese Flächen reinstellen und kann so verhindern, dass man in ihren AOE reingezogen wird. Okay. Gut zu wissen. Bewegungsunfähig. Ah, okay, das ist wirklich eine geile Mechanik. Okay, big. Wie viel kann die jetzt tatsächlich nicht? Also macht die jetzt gerade nicht. Aber man sollte auf jeden Fall die kleinen Ads, die brauchen nur einen Hit. Zeig, ich nehme den ins Target Richtung Tal, boom, der stirbt. Ja, so, man braucht da echt nicht viel. Nur das ist halt der Vorteil, wenn die einen versucht ranzuziehen. Ja, dass man halt einfach in diese schwarzen Flächen reinläuft. Dass man da, so wie ich, boop, bewegungsunfähig. Zack, easy going, man wird nicht... Man bekommt keinen Schaden oder sonst irgendwas dadurch. Na, durch ihren großen AOE. Ansonsten einfach nur diese Flächen ausweichen und man ist Gucci. Auf dem Normal Mode zumindest. Oder auf dem Normal Mode. So, das haben wir geschafft. Diese Instanz, Ara, Kara, Hammer. Haben wir fertig. Ich bedanke mich für das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt irgendwas in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt für nächste Videos. Lasst es mich wissen. Nur so können wir gemeinsam wachsen. Euer Aztekas.